Hallo. Ich sollte vielleicht meine Cam auch wieder anmachen. So. Wohlgenährt. Wieder zurück. Können wir weitermachen. Als allererstes. Laden wir den Spielstand nochmal. Damit wir nicht die Spielzeit da verschandeln. Die halbe Stunde jetzt. So. So, dann machen wir weiter. Wir brauchen irgendetwas, um Rains Stärke zu erhöhen. Damit sie ja auch hier mal heilen kann. Und es gibt da so etwas, was ihr helfen kann. Und zwar ein Ort, an dem wir schon einmal waren. Aber noch nicht viel machen konnten. Deswegen gehen wir jetzt nochmal dahin. Ich muss sagen, ich hatte sehr interessante Gespräche während der Pause. Leuten Latein beizubringen mit Pokémon und LOL-Namen als Beispiel, das ist cool. Das finde ich sehr interessant, ja. Solche Lehrer hätte ich auch damals gerne, hätte ich auch Latein gewählt. Was? Frauen im Internet? Ist hier etwa Weibsvolk anwesend? Ich hoffe mal, die Anspielung versteht jeder. Oder zumindest viele. Schaut mal hier hinten mal ein bisschen um. Mal sehen, was wir hier noch finden. Eine Truhe? Nein. Was ist los, Colette? Was? Genius ist müde? Oh, sorry, ich habe letzte Nacht lange nachgedacht und habe nicht viel geschlafen. Oh, okay, dann sollten wir bald eine Pause einlegen. Danke, Colette. So viele Pokémon gibt es gar nicht. Nein. Bulbix, genau, ist auch ein lateinischer Name. Es gibt wahrscheinlich so unendlich viele Pokémon, die aus dem Lateinischen kommen. Sie was. Er was. Ja, gut, alle oder viele kennen das Leben des Brian. Sehr schön. So, ist hier jetzt irgendwas noch? What? War das gerade bei mir so oder war bei euch auch kurz der Sound für eine Sekunde weg? Ich habe jetzt wirklich gar nichts. Vielleicht später irgendwann mal. Na gut. Was gab es da auch noch alles für Gespräche? Also es war doch auf jeden Fall eine sehr interessante Pause da zwischendurch mal bei euch ein bisschen mitzulesen. Na dann, so, wollen wir jetzt mal weiter Richtung Yumasi-See gehen. Denn dort erwartet uns noch etwas. Sollen wir schauen, vielleicht finden wir hier oben ja noch irgendwas Verstecktes. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wo diese ganzen Truhen hier sind. Vielleicht finde ich ja zufällig eine. Nein. Schade, vielleicht da vorne in der Ecke. Es hat eher geruckelt. Okay. Na gut. Einfach über ihn drüber. Hier. Ich greife eigentlich gerade voll von hinten an, aber nö. Und wir wieder ein bisschen Reis bekommen und können ein Omelette machen. Nicht ganz. Wobei Omelette anscheinend hier in Japan, oder hier in Japan, jo. Hier im Spiel und in Japan ja eher immer diese, ja, euer Omelette Reis immer gemeint ist, habe ich das Gefühl, weil hier auf dem Bild ist auch dieses, ja, quasi gebratener Reis in einem Omelette mit Ketchup drauf. Wo ich mir das auch relativ lecker vorstellen könnte. Illumina City komplett zeigen? Na, mal schauen.
Ich warte aber ab, was auch alle anderen da noch schreiben dazu. Ob denn die ganzen Leute Illumina City sehen wollen oder nicht. Wobei, glaube ich, so ziemlich jedes Let's Play schon Illumina City immer wieder gezeigt hat. Huch. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, ich wäre schon im Gebiet drin. Das ging so ein bisschen daneben. Ja, gebratenes Ei mit Ketchup und Mayo ist auch lecker. So, Yuma-Sisee. Wir sind zurück. Seht euch das an! It's the Unicorn! Ein Einhorn! Rain, da ist ein Einhorn! Ja, aber warum ist es... Boah, auf dieser Seite gibt es also noch Einhörner. Ob wir Kontakt mit ihm aufnehmen können? Das Horn des Einhorns? Ja, für Meister Boltzmanns Halbfahren brauchen wir das Horn des Einhorns. Aber wie kommen wir rüber? Können wir nicht einfach zu ihm hintauchen? Solange kannst du die Luft nicht anhalten. Verdammt, können wir denn gar nichts tun? Es gäbe eine Möglichkeit. Welche? Wir könnten Undine beschwören und das Mana des Wassers unter Kontrolle zu bekommen. Undine muss irgendwo in dieser Welt sein. Und du meinst den Elementargeist? Keiner von uns kann die Elementargeister beschwören. Ich habe noch keine Bündnisse geschlossen, aber wenn ich einen Pakt eingehe, kann ich die Geister beschwören. Jetzt, wo du es sagst, du hast gesagt, du könntest Beschwörungstechniken verwenden. Bist du eine Beschwörerin? Ich bin eine Magierin der Wächter, aber ich kann auch beschwören. Ich dachte, die Kunst des Beschwörens sei vor langer Zeit in Vergessenheit geraten. Es gibt sie noch, aber wenn ihr kein Interesse habt, werde ich euch nicht zwingen. Nein, wir brauchen das Horn. Bitte hilf uns, China. Okay, dann gehen wir zum Siegel des Wassers. Dort sollten wir Undine finden. Der Todergeist, stimmt's? Gehen wir. Ein ziemlicher Umweg. Stimmt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das mache, nachdem Colette ihre Stimme verloren hat. Ein Elementargeist. Ich frage mich wieder, wie so ein Pakt funktioniert. Ich kann es kaum erwarten, einen zu schließen. Das ist typisch, Leute. Wird es nicht wieder auf halbem Wege langweilen? Seid ruhig, ich bin interessiert, also bin ich aufgeregt. Okay. Dein Interesse ist ja schon und, schön und gut, aber... Das Problem ist, dass es dein Interesse nicht lange hält und du dich dann langweilst. Hört auf damit! Hört auf, auf mir herumzuhacken! Hört auf, uns den Mund zu verbieten! Wir reden hier über deine Einstellung! Ihr seid jetzt alle drei ruhig! Jawohl. So, auf zurück zum Todergeisier. Ach, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die Musik läuft ja noch weiter bei euch. Wieso sagt denn keiner? Was? Das lese ich ja jetzt erst. Gut, dann hatten wir die ganze Zeit gerade eben einfach mal doppelte Musik. Sehr schön. So. Über den Harkonnesia-Pass. Wieder der ganze Weg zurück. Ich hab's jetzt erst gelesen. Okay, ich hab's wahrscheinlich überlesen. Ja, okay. Sorry. Und keine Caps. Von nun an werden Caps getimeoutet. Eigentlich schon die ganze Zeit, aber... Nochmal die Warnung. Keine. Ihr könnt auch ohne Caps schreiben. Mittlerweile haben wir schon so viel Kirima und Kohl, dass wir da schon keins mehr tragen können. So, und ein weiterer Wegweiser, den wir vorher schon aus dem Weiten gesehen haben. So, für Nordost, Palma Costa und Harkonnesia Pass. So. Kratos? Bitte? Bin ich stärker geworden? Deine Schwertechnik ist sicherlich besser geworden. Trotzdem. Trotzdem? Du hast erkannt, dass das allein nicht ausreicht, nicht wahr?
Deshalb musstest du mich fragen. Welche Stärke du suchst, welchen Weg du gehst, niemand außer dir kennt die Antworten. Ja, ich glaube, du hast recht. Trotzdem gibt es noch viele Kampftechniken, die du noch nicht beherrschst. Kämpfe weiter an der Seite deiner Gefährten und besiege die Gegner. Vielleicht findest du auf diesem Weg die Antworten. Gut, ich vertraue darauf, dass ich eines Tages die Antworten finden werde. Bis dahin werde ich das tun, was ich kann. Wow, das klingt absolut nicht nach mir. Hä? Was? Meisterschaft? Moment. Trainingshandbuch. Was haben wir denn da? Achso, ja, Grad, je nachdem wie gut man ist. Stilvoller Abgang, okay. Was? Setzt seine Urattacke nach einer Level 3 Spezialattacke ein? Okay. Mit der Geisterbeschwörung. Okay. Raus aus dem Menü. So viel Kohle. Ich kann Helmut Kohl daraus basteln. Bitte. Nein! Ihr kriegt mich nicht! Neusch ist schneller als ihr! Ah, Hilfe! Boah, der ganze Weg bis zum Tod, da ist hier wieder. So, toll. Und hier kann ich nicht mehr. Toll. Und Chinas Angst. Schauen wir uns doch gleich mal Chinas Angst an. Immerhin einmal kommt sie zu Photon. Chinas Beschwörung zählt als Mystic Art, ja. Toll, jetzt ist die Plauderei weg. Moment, wo laufe ich denn hin? Das geht. Plauderei, same thing. Hallo? Kommt das wieder? Wir möchten über Chinas Ängste hören. Nicht? Dann halt nicht. Nee. Dann nicht Chinas Ängste. So, jetzt können wir wenigstens umsonst fahren. Jo, wir sind die Auserwählten, wir möchten fahren. Ab in die Waschzuber. Und eine kleine Überfahrt. Wer hat eigentlich das Giftteil? Ha, ich habe immer noch. Gut, das heißt, ich habe direkt auch ein bisschen Wasserschutz gleich. So, dann wollen wir mal. Das Monster hat Chinas Angst gefressen. Ich bin auch auf die Beschwörung schon mal gespannt. Ich denke mal, sobald China dann und Dini... Ach, da haben wir es doch. China, hast du Angst? Ja, ich könnte wieder versagen. Können aber auch noch nicht beschworen, ne? Mach dir keine Sorgen, bevor das passiert, werde ich dich retten. Danke. So, nochmal kurz speichern. Und auf zu Undini. Wie sieht denn das Team aus? Ich nehme mal lieber Kratos mit rein, aber ansonsten passt's. Was? Du hast dich erschrocken? Warum? Was für Technik hast du gerade? Ja, okay. Nahkampf. Ja, dann kannst du auch das mit reinnehmen. Lernt ich vielleicht irgendwas Neues gerade? Nein. Sonst irgendjemand irgendwas Neues? Nein. Das kann so bleiben, das kann so bleiben. China, bitte mach das mit dem Pakt. Okay, ich werde mein Best geben, auch wenn ich etwas Angst habe. Oh ja, gleich kommt erstmal die wunderschöne Musik.
You will possess the light of the pact. I am one who is bound to Mythos. What is your name? Mythos? The hero of the Carlon War? Not only was Mythos a swordsman, he had the ability to summon as well? Mythos is a common boy's name. It's not necessarily Mythos the hero. I am Sheena. I seek a pact with Undine. As things stand now, I cannot. Why? I am already bound by a pact. I cannot form two pacts at the same time. You mean your pact with that Mythos guy? What am I supposed to do now? They never said anything about this at the Research Institute. Well, can't you just get her to cancel the old pact? How? We don't even have any idea where this Mythos person is. A summon spirit pact requires a vow. As long as the pact maker upholds that vow, the pact remains valid. That is correct. I know about that. The summon spirit approves the pact maker's vow and agrees to the pact. Exactly. Therefore, all you need to do is follow Lloyd's advice and request the form a new one. It's possible the previous pact maker has broken his vow, or he may have already passed away. Is it really that simple? I suppose you could call it simple. But if the previous pact maker is still alive and hasn't broken his vow, then there's nothing to do about it. Okay, I'll give it a shot. Undini, I am Sheena. I asked that thou annulst thy pact with Mythos and establish a new pact with me. Before I can allow the formation of a new pact, I must test your worthiness as a pact maker. Draw your weapons. What? We have to fight? Let it begin. Oh. Musik, wunderschöne. I shall judge your worth. Die beiden laufen schon mal direkt voraus. Das haben wir gerade zum Kombinieren. This looks like Lightning Tiger Blade. Und weg. Ich liebe Tempest. Schmeiß sie doch nicht runter, Sheena. Und tschüss. Oder auch nicht. Ey. Nein, lass mich hier weg. Verdammt, sie hat mich festgehalten. Das ging ein bisschen daneben. Aber immer nur noch 3000. Das ist ja schon fast down. Und tschüss. Und tschüss. Ich liebe das mit Tempest abzauen. Au. Na, 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 na. Du stirbst mir jetzt nicht weg, Sheena. Wir sind fast fertig. So. Lloyd, you need to remember that enemy's weakness. Man, you're making me study here, too? Yup, das lief gut. Splendid. Now swear your vow. Upon what vow do you form our pact? Right now, at this very moment, there are people who are suffering. I vow to save those people. Understood. I pledge my power to you, Sheena. Ja, und ihn wurde ein kleines bisschen verprügelt. Es gibt auch andere Charaktere, die Tempest können, aber nicht so ein schönes Tempest, das Lloyd kann. Sheena, du hast es geschafft.
Ja, man kann Sonic Thrust mit Chinas Arts verbinden, aber wir haben das Art von China noch nicht. Guy aus Tempest, Guy kann aus Abyss kann auch Tempest, aber sein Tempest ist anders. Ich glaube, seins ist einfach horizontal und nicht so vertikal. Wow, Glückwunsch. Wow, Glückwunsch. Danke, Colette. Okay, wir können endlich zu dem Einhorn. Und vielleicht können wir auch Colette heilen. Yeah. Kratos, Sie müssen ein erstaunliches Wissen. Ich hatte einen Bekannten, der sich ein wenig mit Elementargeistern auskannte. Das ist alles. Ich verstehe. Und wir haben Aquamarine erhalten. China lernt Estiel Water und China lernt Summon Water. Mann, du hast es echt drauf, China. Wie? Was meinst du? Elementargeister, was sonst? Wie war das nochmal? Du kennst die Beschwörungsformel in- und auswendig. Yeah. Mit dem Elementargeisterpakt zu schließen ist so cool. Wirklich? Sag, wie fühlt sich das an? Es ist wie eine große Kraft, die sich von mir trennt und aus meinem Körper strömt. So ganz verstehe ich dann es nicht, aber es ist cool. Ich wünschte, ich wäre auch ein Beschwörer. Eigentlich hasse ich es, eine Beschwörerin zu sein. Wirklich? Ich glaube, wir kämpfen mal eine Weile mit China. Vielleicht schaffen wir dazu, das auch einmal zu zeigen hier. Ich sollte mir vielleicht nicht so viel... Moment. Doch, ich hab die Art Karte, ich dachte, ich hätte die andere. Also ich müsste eigentlich nur genug Schaden bekommen oder genug Schaden austeilen und dann kommen wir auch mal ins Oberlimit. Suchen wir uns aber erstmal stärkere Gegner. Die sind dann doch ein bisschen schwach, um genug Schaden zu machen für Oberlimit. Ja, das war gut darüber gesprungen. Na komm, mach mal Schaden. Bei, na. Nicht bei den Gegnern. So, Tentakel versus China. Ob mir das gefallen soll. Was mir gerade wieder einfällt. Ich kann ihr doch auch mal. Ja, ich kann mal Level 2 Gemme geben. Was ist das denn? Oh. Ich glaube, das nehme ich sogar mal rein. Mag zwar die Reaktionszeit verlangsamen, aber wenn ich selbst in die Gegner reinläufe, dann bringt das auch nichts. Komm. Hau mich. So, noch mal ein bisschen als China hier rum. So, damit wären wir auch mit dem Todergeisee jetzt erstmal hier fertig. Ich meine, hier gibt es auch nichts mehr, was wir noch machen können. Gehen wir noch ein paar magische Augen. Und weg. Tentakel versus China. Klingt wie ein Hentai. Jo. Und wieder rüber. Tentakel versus China. China verliert. Und ab wieder der ganze Weg. Nein, nicht in die Richtung. Der ganze Weg wieder zurück. Leute, von der kaputt fahren. Wir können sogar theoretisch da reingehen, wenn wir wollen. Bringt nur nichts. Wo ich gerade hier bin, ich möchte mal kurz nach dem Wegweiser suchen. Ich habe schon eine Ahnung, wo er vielleicht sein könnte. Oh, 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 wir sind kurz vorm Overlimit.
Wir sind kurz vom Overlimit. Moment, dann mache ich mal. Position halten, Position halten, Position halten. Dass die auch gleich nicht die Gegner kaputt machen. Während ich mal hier kurz die Sackgasse mal abgehe. Denn. Na gut, das ist kein Wegweiser, aber es ist nochmal ein Gespräch. Das ist mindestens genauso gut. Oh, sogar mit China. Das ist seltsam. Ich war ja Feind und nun reise ich mit euch zusammen. Ja, ja. Vielleicht ist es... Oh, verdammt. Einmal weggedrückt. Na und das... Und das hat auch seinen Munde. Du bist doch genauso vertrauensselig. Achso, sie hat wahrscheinlich gesagt... Er hat gesagt, dass sie vertrauensselig ist. Ich glaube, wir sind alle so. Wären wir nicht auf diese Reise gegangen. Ja, ich muss echt für euer Vertrauen danken. Warum? Ich wollte immer Freunde haben. Ich wollte Freunde, die nichts mit dem Gesetz unseres Dorfes zu tun haben. Ich auch. Wir sind ziemlich ähnlich. Ja, das heißt nicht, dass ich mich mit dir verschwöre. So was machen Freunde nicht. Ja, ich weiß. Willkommen an Bord, China. Danke. So, gehen wir uns schon mal da hier hin. 100. Na komm. Greif mich an. Ich mach sogar extra jetzt nichts. Ja. Na dann. Hallo? Achso, stimmt. Ich glaube, es funktioniert, wenn man es auf einen Shortcut legt. Yo! Wir wurden einfach zwischendurch unterbrochen. Nö. Ich möchte jetzt das machen. Ich sollte vielleicht Gegner nehmen, die vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen. Ich sollte vielleicht die anderen wieder angreifen lassen. Sehr schön. Einfach zwischendurch unterbrochen. Weil ich es nicht direkt sofort machen konnte, ich Idiot. Nyeh. Das sind sehr mächtige Monster. Was? Endgültigkeit? Warum? Was habe ich getan? Spielzeit? Nee, Kämpfe auch nicht. Wieso habe ich jetzt diese Trophäe bekommen? Alle, die sich jetzt gerade nicht spoilern lassen möchten, gucken mal bitte einen Moment weg. Falls hier aus Versehen irgendetwas zeige in der Trophäensammlung. Jetzt alle mal kurz die Augen zu machen. Wobei, Moment. Bevor ich hier noch irgendjemanden spoilere. Ich mache einfach kurz das Bild aus. Wie gesagt, es kann irgendwie sein, dass da vielleicht irgendwas in den Trophäen dann drin steht. Ah. Okay. Ja. Diese Trophäe bekommt man dafür, wenn man Mystic Art einsetzt. Yo! Don't get too comfortable. Sehr schön, dass es allein das Mystic Art anzufangen schon reicht, um quasi das zu bekommen. Genau, komm, macht mir viel Schaden. Das war ein Beschwörung von Exodia. Jetzt klappt das Spiel vorbei gewesen. Das wollten die Gegner nicht. Aber sehr gut. Das heißt, sie muss quasi nur anfangen, das Mystic Art zu casten. Und zack, haben wir schon die Mystic Art theoretisch eingesetzt. Komm, greif mich an. Komm, greif mich an. Dann halt nicht. Dann stirbst du. Oh, wir haben magisches Tuch bekommen. Und Reis. Und immer noch, wo der Wegweiser da unten im Gebiet war. Aber gut. Vielleicht noch weiter irgendwo versteckt. Hallo, Monster. Na komm. Mach mal ein bisschen mehr Schaden. Ich bin noch lange nicht in der Nähe eines Oberlimits. Habe ich jetzt mal wenigstens. Jetzt habe ich es wenigstens noch da drin. Warum kann man auch die Dinger nicht über Shortcut einsetzen?
Was für ein Quatsch. Oh, 21.000. Meine Güte, haben wir wieder mal viel Geld. Ach, die Kamera ist immer so doof eingestellt, wenn ich hier gerade irgendwo rauskomme. Na komm, ich kann es ruhig vergiften. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir wieder ins Oberlevel kommen. Irgendwann werden wir dieses Mystic Art auch noch sehen. Bald. One fight after another. Are you okay? Ich alle Beschwörungen auswendig kann. So mehr oder weniger. Ich konnte mal alle Texte auswendig. Mittlerweile nicht mehr. So, und was ging auf der GameCube? Achso, mit den Shortcuts. Ja, natürlich. Okay. Komisch, dass es hier jetzt nicht ging. Oh, Leute ist kurz vom Overlimit. Too slow. Demon's Beast. That's it. Was ist getting? Können wir nebenbei wieder ein bisschen kochen. So, ein paar Reisbällchen. So, ich möchte aber das Mystic Art haben, bevor wir da wieder reingehen. Ich check mal vielleicht alle mal auf. Kann man da unten die Befehle ändern? Ah, da. Zurückhalten, offensiv schützen. Okay. Muss ich gleich nochmal genau schauen, was was ist. Strategiebefehle. Schützen ist. Das ist Zurückhaltung. Okay. Moment. Nein, da wollte ich nicht drauf. Machen wir das. Zurückhalten heißt nichts tun. Das heißt, alle auf Position halten. Es ist trotzdem ein Spoiler, wenn du sagst, da kommt der und der Boss. So, wie war das jetzt? Nee, das nicht. Nein. Nein. Wie hab ich das nochmal gemacht? Ach ja, so. Zurückhalten, ne? Ja. So. Ja, wir sind kurz am Overlimit. So, jetzt aber. Wenn ich ihn jetzt noch treffen würde, wäre es schön. So. Geht doch. Haben wir es doch einmal kurz gesehen. Ganz einfach zu den Spoilern. Nichts sagen, was noch nicht geschehen ist. Auch nicht fragen, was ich vielleicht irgendwie irgendwann noch machen möchte. Gar nichts. Genau. Charakter wieder austauschen. Mit Katine. Also los, China, befiehl und ihn uns darüber zu bringen. Moment, so geht das nicht. Warum nicht? Nur eine reine Maid kann sich dem Einhorn nähren. Leute, China und ich sind also schon mal ausgeschlossen.
Also können nur Mädchen gehen. Also nur Rain und passe. Was jetzt? Wir können doch nicht Colette in ihrem Zustand allein rüberschicken. Ey, wollt ihr einfach behaupten, ich wäre nicht qualifiziert? Qualifiziert? Müssen die beide gleichzeitig sagen. Dann schicken wir Colette und Sheena. Wieso kann Professor Rain nicht gehen? Weil ich erwachsen bin. Hm? Okay, ich fange dann jetzt mit der Beschwörung an. Ich rufe die Jungfrau der Quellen und Gewässer. Ich beschwöre dich, zeige dich, Undini. Bitte, Undini, bring uns zu dem Einhorn. Wie du wünschst, zum See. Und Emil, ja. Martell? Martell? Du meinst die Göttin Martell? Nein, du bist Colette und deine Gefährtin ist Sheena? Du kannst Colettes Stimme hören? Ja, aber du bist nicht Martell? Diese Präsenz, dieses Mana und diese Krankheit. Selbst in meiner Blindheit sehe ich klar, du bist Martell. Ich existiere, um die erwachte Martell von ihrer Krankheit zu retten. Und die Krankheit du zu heilen, unter der du leidest. Dann bitte rette Colette. Das Horn des Einhorns hat diese Macht, oder? Du bist nicht hier, um deiner selbst. Du bist nicht deiner selbst willen hier, sondern um einen Menschen zu retten, dem du ein Versprechen gegeben hast. Ach so, du bist die Auserwählte. Nehmt es. Rain ist schon mal mit einem Kerl schwimmen gegangen. Jo. Oder wurde zum Teetrinken eingeladen. Und wir haben das Horn des Einhorns. Was ist mit dir? Unsere Hörner sind unser Leben. Mein Schicksal hat sich erfüllt. Trauert nicht um mich. Ein neues Leben wird aus mir geboren. Wenn dieses neue Leben endet, entsteht ein weiteres Leben. Auf diese Weise leben wir weiter. Auf ewig. Und ewig. Und ewig. Geht's euch beiden gut? Sheena, warum weinst du? Das Einhorn hat uns in sein Horn gegeben. Verstehe, dann ist das Einhorn jetzt tot. Du wusstest das? Wenn ein Einhorn sein Horn verliert, stirbt es, aber es wird ein neues Einhorn geboren. Deshalb ist das Einhorn das Symbol von Tod und Wiedergeburt. Und es wird ein neues Einhorn geben? Ja, das ist sicher bereits geschehen. Das Einhorn hat uns sein Horn überlassen, obwohl es dafür sterben musste. Wir müssen sicherhin, dass sein Tod nicht umsonst war. Ja, Colette, jetzt kriegen wir dich vielleicht wieder hin. Mm-mm. Warum? Die Welterneuerung ist noch nicht abgeschlossen. Und verwendet es bitte für Pietro und Clara. Aber Colette. Na gut, wenn du es so willst. Professor hier. Und Rainland Resurrection. Yay. Jetzt kann sie uns wieder beleben. Scheine dank des Horns einige neue Heilkräfte gewonnen zu haben. Jetzt können wir Clara retten. Ja, mit diesem Horn und Boltzmanns Buch können wir ihr sicher helfen. Wo ist denn diese Clara? Wir müssen nach ihr suchen. Wir können nur ihr früheres Verhalten analysieren und ihr diese Spuren folgen. Ja. Hab noch etwas Geduld, Colette. Ich verspreche, dass wir deinen Wunsch erfüllen. Ja gut, Clara können wir sowieso jetzt erst eine ganz lange Zeit noch nicht heilen. Rain, was hast du denn da gerade für einen schönen Titel bekommen? Wow, das ist eine Menge Titel mittlerweile, merke ich gerade. Ich glaube, ich würde sogar den heileren Titel nehmen, oder? Schwesterliebe. Forscherin. Nehmen wir den heileren Titel. Naja, sagt dir niemand, dass Einhörner nicht auch für Tod und Wiedergeburt stehen? Müssen ja nicht immer nur Phönixe sein. Sag ich, das Teil eine Waffe auch, oder ist das einfach nur so ein Item? Ne, das ist nur so ein Item. Dann war es in einem anderen Spiel, dass es ein Horn des Einhorns eine Waffe war. Das müsste Vesperia, glaube ich, gewesen sein. Und da war ein Monster. So,
So. Gut, Level up. Willst du zufällig etwas Neues lernen? Kratos? Ja, Healing Wind. Cool. Thunderblade. Oh, sehr schön. Klischees. Ach, wir brauchen keine Klischees. Wir machen einfach das Einhorn für Tod und Wiedergeburt. Na, der Typ ist jetzt auch wieder weg. Bringst du mich gerade? Ja! Du bringst mich sogar nach Hima. Sehr schön. Sehr viel schneller so. Wir müssen Pietro retten. Ja, stimmt, wir haben es versprochen. Jetzt müsste ich ihn heilen können. Gehen wir. Yay! Gonna heal him. Jetzt wollen wir mal kurz einmal heilen. Wie sehen denn so Werte aus? Ui. Eine gute Schneidetechnik, aber nicht so stark. Nee, doch. Moment, Stärke, Schneiden und Stechen. Jetzt habe ich also gesagt, SDK ist, das ist die Stärke. SCN und ST. Ja, Schneiden, Stechen, ganz gut eigentlich. Angriff, ja. War ein guter Angriff. Komischerweise auch einen guten Angriff. Oh mein Gott, Rain und Genius sind gleich schlau. Und Sheena ist etwas schlauer als Colette. Wie seid ihr? Das Heilverfahren. Wir haben es gefunden. Ich werde es jetzt versuchen, okay? Oh ja, bitte. Resurrection, erwache. Wo bin ich? Er ist aufgewacht. Oh, der Göttin sei Dank. Sophia, dann habe ich also bis nach Hima geschafft? Ja, Pietro, Sheena, sie hat dich gerettet. Nein, hat sie nicht. Wir alle waren's. Ich erinnere mich, nachdem ich den Lumen verlassen habe, wurde ich von Designs überfallen. Dann hat sie... Ich danke dir. Ach, keine Ursache. Und außerdem hast du es Rain hier zu verdanken, dass du wieder gesund bist. Wenn du überhaupt jemanden danken musst, dann ihr. Ach so, vielen Dank. Jetzt kann ich die Auserwählte erwarten. Die Auserwählte? Wie meinst du das? Ich bin aus der Farm geflohen, weil ich der Auserwählten etwas mitteilen muss. Wenn du die Auserwählte sprechen willst, die steht vor dir. Was? Du bist die Auserwählte? Oh Gott, Immortell, ich danke dir. Göttin, was? Mann, oh Mann. Die Designs versuchen, ein sogenanntes Angelus-Projekt wieder zu beleben. Sie entwickeln außerdem eine Waffe, die sie Mana-Kanone nennen. Mana-Kanone? Du meinst Thors Hammer aus dem alten Krieg? Ich kenne keine Einzelheiten. Sie verwenden sogenannte Exvies in diesen finsteren Experimenten. Bitte zerstört dieses Angelus-Projekt mit der Macht der Auserwählten und rettet uns alle. Du kannst beruhigt sein. Wir haben Qua besiegt und die Gefangenen befreit. Dieses Juwel von dir hat uns sehr geholfen. Wirklich? Ich wusste, dass wir uns auf die Auserwählte verlassen können. Aber ich mache mir Sorgen wegen dieser Mana-Kanone. Ja, aber wir kommen nicht weiter, wenn wir uns hier den Kopf darüber zerbrechen. Könnten wir nicht mit diesem Heilverfahren auch Clara retten? Ja, ich bin sicher, dass wir die arme Frau retten können, wenn wir die Zeit dazu haben. Martell ist eine Göttin, oder? So nennt man sie. Können Göttinnen auch krank werden? Ich vermute schon. Das ist dumm. Also, wenn man bedenkt, dass Colette ein Engel werden kann, und so können Menschen und Engel doch nicht so verschieden sein. Und Engel dienen Martell. Ich finde trotzdem, dass es seltsam ist, sich eine Gottheit mit Grippe vorzustellen. Nun, ja, das ist wahr. Wenn man bedenkt, Miller war der Herr der Geister und sie hatte auch eine laufende Nase. Mein Lieblingslud, ich möchte mein Leben, er möchte Luin wieder aufbauen. Ja, das ist nett von dir. So, dann wollen wir noch mal kurz zu dem Typen gehen. Wir kommen jetzt eigentlich zum Turm des Heils. Es liegt hinter dem Gebirge. Ich hab's. Wie denn? Der Typ mit den Drachen. Wir bitten ihn, uns ein paar seiner Drachen zu leihen. Die Drachen können, mit den Drachen können wir bestimmt den Turm des Heils erreichen. Ah, eine gute Idee. Gut, gehen wir. So, dann fangen wir den Typen mal da oben. Wobei ich jetzt gerne noch ein paar Mal übernachten möchte. Ja, wobei ich glaube, das muss man noch nicht jetzt machen.
Keine Ahnung, wie hoch Christine Intelligenz bei The Return jetzt nun war. Hallo. Oh, ihr wart doch neulich schon mal hier. Ich möchte auf den Drachen reiten. Super, ihr habt die Ehre, die ersten Kunden der Drachentouren zu sein. Und sie sind 6 Personen, das heißt 3 Drachen also. Heute haben wir ein einmaliges Sonderangebot, das macht 6000 Gold. Ganz schön heftig. Aber es wird kein Weg dran vorbei, wir müssen zum Turm des Heils. Ja, wegen der Welterneuerung. Was hast du gesagt? Seid ihr die Gruppe der Auserwählten? Genau. Ach du liebe Zeit. Nein, unmöglich, kann doch kein Geld von der Auserwählten nehmen. Steck das Geld weg. Ich hab's noch nicht mal rausgeholt. Ich hätte euch nicht bezahlt. Aber in diesem Fall mache ich euch morgen 3 hochklasse Drachen fertig. Und selbstverständlich nehme ich kein Geld an. Allerdings. Was ist? Ich habe gehört, dass die Gegend um den Turm des Heils gefährlich ist, also könntet ihr vielleicht, ich meine, wenn es kleine Drachen sind. Kein Problem, wenn wir am Ziel sind, schicken wir ihnen die Drachen zurück. Sind damit alle einverstanden? Ich habe keine Einwände. Klar, wie wir zurückkommen, überlegen wir uns, wenn wir so weit sind. Verstehe, na gut, ich erwarte euch morgen früh hier. We're finally down to the last seal. Let's split up for tonight. But don't go outside the village, understood? Yep. Got it. We'll be leaving in the morning. Good night, everyone. You want to thank me? Don't worry about it. Despite knowing what your future holds, this is all I can do for you. So, ich möchte jetzt als erstes mal mit Kratos reden. Kratos. Weil ich meine, die letzte Trainingseinheit müsste jetzt gleich kommen oder ist sogar jetzt eigentlich schon dran. Die Reise findet endlich ein Ende. So. Really? It's the journey you started by clinging to the Chosen. This was to be expected. Clinging to the Chosen? Don't you remember? It was you who said we have the Chosen on our side. The Savior who will regenerate the world. Yeah, that's right. I said that. And that's why I have to protect her. If relying and depending on the power of the Chosen at the most crucial times, then the meaning of the word protect must have changed significantly from my understanding. And now, the Chosen is trying to resolve everything. I said... What are you trying to say? Lloyd, don't make a mistake. I don't quite get it, but I got it. But hey, if I make a mistake, can't I just do it over again? Do it over. If it's something you can do over again, then feel free. Muss mal gucken, wann das mit dem Training nochmal kommt. Tomorrow, Silverant will be saved. What are you gonna do? Good question. The only thing I can do is believe in the Chosen. The Chosen from this side seems to be trustworthy enough. What's that mean? Is there a Chosen you can't trust? Tetheala is Chosen. I can't stand that guy. I see. Tetheala has a Chosen too. Two worlds, two Chosen. If there really is a goddess, why did she make a world like this? Yeah, no kidding. I want to kick her for doing this. Seriously? I wish I could do that myself. Erdnüsse können Spuren von Erdnüssen enthalten. Well, aren't I... Hoppala. Yeah, I should go talk to everyone. Go see Colette. This is her last night. Last night? It's her last night as a human. Verbringe die letzte Nacht von Colette mit ihr. So. Professor, you're a scholar, right? Can't we do anything? Don't you understand yet? You're not too bright. It's because I'm a scholar that I'm fascinated by Colette as she continues to transform into an angel. You can't be serious, Professor. You think so? Now go to her. The Tower of Salvation is so close now. We've come quite a long way. Yeah. It's at a time like this that I stop and think how stupid I've been. Why? Because I don't even know if the way things have turned out is good or bad. No one knows that. The ones who think they do are the stupid ones. You think so? Definitely. I guess you're right. You say some cool things every now and then. Thanks, Lloyd. Nee, jetzt kann sie nicht mehr mit Kunden sprechen. Wie denn? Sie kann doch nicht sprechen. No, it's okay. Let's talk for a bit. You can write. The world regeneration. It's almost time.
I'm sorry? Why are you apologizing? This is the end, and yet I can't even speak. I know that's weird. You dork, that doesn't matter. No matter what happens to you, you're still you. Even if you become an angel, even if you become like marble, I won't ever think you're weird. Ever. Anyway, I'm the one that has to apologize. Even though I promised I'd make you that gift before our journey ended, I kept thinking we still had a ways to go. I never even got close to finishing it. I'll wait forever. Even after I become an angel, I'll keep on waiting. You can give it to me anytime. Okay, this time I'm really going to make it, no matter how long it takes. Can I ask you one last thing? Are you sure you won't regret this? Are you sure you want to become an angel? The truth is, I'm a little scared. Yeah, I would be too. But if giving up my life as a human means that Sylvarant will be reborn, then it's almost like my life is spreading out to fill the entire world. When I think about it like that, I'm okay. You're strong, Colette. The wind's pretty cold. Let's go back to the inn. Sorry. That's right, you can't feel it. Lloyd, Master auf Fettnäpfchen. Damn it, isn't there anything we can do? Was Kratos, wasn't it? Where's he going? You'll have to continue watching over Lloyd for me. I have things I must do. In my place, I need you to... Kratos, look out! Suck! Stop! Kratos, are you okay? Lloyd, thank you. It was nothing. But who was that? I would imagine it's that assassin. He managed to get away, but I gave him an injury he'll not soon forget. I have a feeling I've seen him somewhere before. Yes, perhaps. Let's get back to the inn. Everyone's probably up. Yeah. Lloyd. Hmm? What is it? Don't die. What? Yeah. Okay. Don't worry about it. How can he tell me not to worry after saying something like that? Wir haben einen Assassinenring. Jetzt sind wir auch Assassinen. What's this? There's some strange letters carved into it. Endlich, es ist soweit. Ein Ring mit den Eingaben in den Zeilen Y und M. So, ich geh jetzt aber nochmal schlafen. Es kommt nicht, die Szene. Ich meine, hier in Hima dürfte eigentlich das letzte Training mit Kratos sein. War es nicht hier? Muss ich noch irgendwas machen? Habe ich es schon verpasst? Ja, nehmt gerade hier das Feld, das hier von drin ist. Bist du soweit? Ja, Augenblick noch. Weiß gerade zufällig, wie man das letzte Training von Kratos triggert, oder habe ich das schon längst wieder verpasst?
Meint eigentlich, man muss ja noch mal in, oh, wir haben genau 300 Kämpfe, cool. Meint man muss eigentlich nur noch hier noch mal schlafen, bevor man da hochgeht. Was haben wir hier noch für Sachen? Hätte ich mal ein Rapier gekauft. Ich könnte einen Helm machen. Na, wir sind auch so gut genug gerüstet. Ich könnte hier auf jeden Fall nochmal eine Zweier geben. Stand da im Haus. Weit. Ich kann ja mit den Leuten mal so ein bisschen rumreden. Weil das wahrscheinlich eh nichts mit denen zu tun hat. Mal sehen, ob die Jomo was zu sagen. Er will nach Luin reisen. Sie muss sich entschuldigen. Ich kann mal kurz die Stadt verlassen. Ich kann mir aber noch einmal schlafen. Wenn es nicht klappt, dann halt eben nicht. Nee. Funktioniert nicht. Na gut, dann halt kein letztes Training mit Kratos. Schade, schade, schade. Ja gut, oder? Sandriff guckt gerade kurz nach. Dann können wir auch so lange mal kurz warten. Wenn ich schon mit jedem hier gesprochen habe. Ich glaube nämlich schon, ich habe es schon längst verpasst, was ich hier machen muss. Naja. Auch jetzt nicht so schlimm. Kann ich noch irgendwas kochen, so spontan? Ich könnte ja noch ein Sandwich machen. Rain. Na, schade, doch noch nicht gemeistert. Was habe ich noch für Titel drin? Ihr seid nichts anderes. Hatten wir schon. War schon, glaube ich, sein bester. Ein auserwählten Titel. Ach, ich hätte zweimal mit ihm reden müssen. Da. Ah. Tja, na gut. Dann halt nicht. Schade. Hatte ich vergessen, dass man zweimal mit ihm reden muss. Jetzt ist schon zu spät. Jetzt habe ich gespeichert. Derp. Na gut, dann auf zum Turm des Heils. Ich habe einfach gewartet. Bitte besteigt die Drachen paarweise. Ich werde mit der Auserwählten reiten. Es ist meine Aufgabe, sie zu beschützen. Leute, mit wem willst du reiten? Songa! Mit China. Okay. Jetzt ist es soweit. Bald wird die Welt erneuert, wenn Tethiala wird. Bitte vertrau Colette. Ich bin sicher, sie fragt Remiel, wie wir beide Welten retten können. Ja, Colette würde Tethiala nicht einfach im Stich lassen. Ich vertraue ihr. Colette, du schaffst das! Wir sind ein bisschen spät. Where are Colette and the others? Looks like they've gone in already. Let's hurry up. Where are Colette and the others? Übersetzung? Wo sind Colette und Kratos? Also Kratos gleich the others. Moment, so geht das nicht. Rain gehört ans Ende. Was
Was ist das? Sind das Leichen? Das sind Särge. Aber was sollen all diese Leichen hier? Es könnte sich um alle Auserwählten handeln, die bei ihren Versuchen, die Welt zu erneuern, gescheitert sind. Wenn Colette scheitert, wird sie auch hier landen. Verdammt! Ich mache mir Sorgen um Colette. Beeilen wir uns. Ja. Now, my daughter, release the final seal. In doing so, you will complete the final sacrifice of your human existence. Your heart and your memory. By doing so of your own free will, you will become a true angel. What? Sacrifice her heart and memory? Colette's going to forget about us? Colette's human life will now end, and she will be reborn as an angel. Professor Sage, what is he talking about? Lloyd, I'm sorry. I promised Colette I wouldn't say anything. Colette will give up her life in order to regenerate the world. Becoming an angel means dying. That's not quite correct. The Chosen's heart will die, and her body will be offered to the goddess Martell. By offering her body, Colette will revive the goddess. This is the true nature of the world regeneration. The revival of the goddess Martell is the revival of the world itself. That's... Lord Remiel, we have heard that a world known as Tefeala lies parallel to Silverant. That is not for you to know. You kept it a secret because it is true, correct? From whom did you learn of it? Can't Crucius make both worlds peaceful? If that is what the Chosen desires, she can lend her power to Crucius by becoming an angel. Once the goddess Martell is revived by the Chosen, the two worlds will surely achieve peace, just as the Chosen wishes. Is that true, you ask? You know why you have come here. You can't! Are you really planning to die? Colette, stop! If you sacrifice yourself, your friends who love you, and your family, and me, will all be sad. It'll be the same as sacrificing all of us. Genus, let me go! I don't want anything to happen to her either. But what else are we supposed to do? The people of Silverant are suffering too. But... The sacrifice of one single person, the Chosen, will save the world. Are you saying that you would choose the Chosen soul over the entire world? Now, Colette, come join your father. Wait! Remiel, is there really no other way? Colette's your daughter! Surely you don't really want her to die either! My daughter? Don't make me laugh. When I came down to play the role of Guardian Angel, you inferior beings just started calling me her father on your own. What? I merely placed the Crucius Crystal upon this sacrifice, who was selected to become Martell's vessel. Colette! Lloyd, it's okay. I realized what was going on. Every time I met Remiel, I felt that he was not my real father. But still, for some reason, I still feel like I want to cry. Colette, if you realized what was going on, then why... You can hear my voice? I'm so happy! I'll be able to say goodbye to you in the end. Colette, I'm sorry. I couldn't save you. I'm so sorry.
I promised I wouldn't make another mistake. But it looks like I have again. No. Thank you, Lloyd. Because of you, I was able to find the courage to protect the world. Because of you, I was able to find the strength to live these 16 years to the fullest. So please. What? It looks like... Goodbye. Und Colette lernt Judgment. I've done it. It's finally complete. Martell's vessel is finally complete. With this, I shall become one of the four Seraphim. Wait just a minute. What are you gonna do with Colette? He's going to take her to heaven. Yes. You'll pay for this. Crucius. The angels, the goddess Martell? It's all a big lie, isn't it? Let her go! That I cannot do. For she is Martell's vessel. This is Martell's new body, which took years to complete. I have no more use for any of you. Be gone! I have no further need of you. Be gone! Gut. Fängt direkt wieder mit Carsten an hier. Auf. Eine Sache machen wir direkt erstmal. Kein Photon. Das brauchst du nicht. Was kann ich denn machen als Urattacke? Sieht nach... Oh, das sieht nach Seiten Tiger Blade aus. Wenn man bedenkt, dass das eigentlich ein 10 Jahre altes Spiel ist, das sieht eigentlich ziemlich schön aus. Eieiei. Das hat guten Schaden gemacht. Autsch. Ah, genau. Gut gemacht, China. Das war falscher Knopf. Autsch. So, bleib mal schön hier. Na, hier stehe ich. Genau, greif mich an. Oder hau mich einfach weg. Oh Gott. Und nach hinten springen. Was? Oh, cool. Schön, dass du gerade Thunderblade gelernt hast, Genius. Autsch. Hm, 1500 noch, okay, es passt noch. Das tut weh. Ich glaube, ich halte mich mal eben selbst einfach. Oh, ich stehe kurz vorm Dingensens. Overlimit. Au. Yes! Hat gut geklappt. Ja, und Spiele brauchen ja nicht jetzt unbedingt besser so eine gute Animation. Dafür ist das Spiel einfach mal gameplay-technisch eines der besten von damals. Impossible. How can an angel, the ultimate being, lose to a group of humans? Colette, come back to us. I'm going to restore you back to your normal self, I promise. Colette, have you really forgotten me? You're wasting your time. Not only did she lose her memory, but she has lost the soul to listen to your words. Now, Colette is merely a puppet standing before death's door. Kratos! Where have you been?
What are you saying? The Chosen desired the regeneration of the world and chose this path herself. By the summoning of the Chosen to Daris Carlon, the seal will be broken and the regeneration will be complete. Kratos, what are you talking about? It is what you wanted as well. We will take the Chosen as the new body for Martell. What are you talking about? Kratos, answer me! Lord Kratos, have pity on me. Please, lend me your aid. Have you forgotten, Remio? I was once of the inferior race, a human. Does the ultimate being seek help from that which he despises the most? Move out of the way. Kratos, who are you? I am of Crucius, the organization that guides this world. I am one of the four Seraphim, sent forth to keep close watch over the Chosen. Kratos is an angel too? You deceived us! Deceived? If the Chosen merges with Martell, she will awaken, and the world will be saved. Is that not what you wanted? Once her body is taken by the goddess Martell, Colette will truly die. No. She will be reborn as Martell. Damn it! You think I'm gonna let you do that? You earnestly believe you can defeat me? Ich bin leicht geschwächt, von daher bin mir gerade nicht so ganz sicher, Kratos. Oh Gott. Ja, that combination tactics of Kratos. Ah, ja, stimmt, angreifen. Wäre gut. Erst einmal Rain heilen. Schmeiß mal Genus in den Gel mal eben her. Okay, das könnte böse werden. Oh, ich hab den Rush-Stil gelernt. Sehr schön. Du. Gib mir mal. Oh, sehr schön. Ich habe Heavy Tiger Blade gerade spontan gelernt. Das ist auch ganz gut. Leute, geht doch nicht so nah an ihn ran. Das ist nicht gesund. Nein, das tut weh. Ja. Nein. So, Genus, beleb mal erstmal deine Schwester wieder. Und tschüss, Genus. Ups. Moment, das machst du mal lieber. So, du belebst Genus wieder. Genau, du beschäftigst dich so ein kleines bisschen mit mir. Du bist mir ein Apfelgel. Und weg! Autsch! Du gibst dir selbst erstmal ein Orangengel. Das ist ein bisschen daneben. Wow, 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 wow. Das könnte schlecht ausgehen. Und tschüss, China. Moment. Außer ich kann jetzt noch sprinten. Ich hätte nach hinten springen können, wäre da nicht die Wand gewesen. Und tot. Schade.
Ich hätte es gern versucht, ihn zu besiegen, aber es geht auch so weiter. Damn it. Ich finde Yuri am besten. I guess not even you could bring yourself to fight against such an opponent. Lord Yggdrasil. Who's that? Another angel? Are you Lloyd? Give me your name and I'll give you mine. People need not introduce themselves to a dog. What did you say? Fine. I shall tell you my name, wretched human. I am Yggdrasil, leader of Crucius, and the Desions. I'll show you the meaning of true power. Jop, das ist gleich schnell vorbei. Aber zumindest kann ich ihn noch scannen. Wow, the damage. Und tschüss. Das kann man so oder so nicht gewinnen. Also wahrscheinlich schon mit... Ja, wobei, ich weiß nicht. Kann man den Kampf... Ich glaube, der Kampf wird sowieso zwischendurch unterbrochen. Selbst wenn man, glaube ich, lang genug durchhält, wird der Kampf einfach unterbrochen irgendwann. Damn. The Chosen has already become an angel. We have no choice. We're taking her back with us alive. Renegades, as irritating as ever. Still, it is of little consequence. Kratos, let us leave. As you wish. Saved by the Renegades. Don't die, Lloyd. Finally awake. Where are we? Where's Colette? She doesn't respond to anything we say. Damn it! Lloyd, do you remember this place? We're in Triette Desert, remember? This is the base where you were captured before. The Desion base? These guys aren't Desions. What? What do you mean? So many things happened at once. I'm confused, too. Then why don't we go over everything we know about the situation as it stands now? First, our current situation. When we were about to be killed in the Tower of Salvation, we were rescued by the organization on this base that resembles the Desions. They call themselves the Renegades. So what you're saying is that the people here are called Renegades and not Desions? Okay, I really don't get it, but go on. It seems that the Renegades oppose the Desions. They probably have a reason for intentionally trying to look like Desions. All right, I think I get it now. We were saved by an organization called the Renegades that looks a lot like the Desions. Gut wiederholt, Lloyd. So then who was that angel guy? Yggdrasil or whatever? And what about Kratos? Do you remember Yggdrasil's words? This is just pure conjecture, but Crucius, holy beings worshipped by the Church of Martell, and the Desions may in fact be the same organization. Whoa, wait. What? How could that be possible?
Lloyd, hear me out. If we think of the Desaians as a part of Crucius, or perhaps their pawns, everything makes sense. I remember one of the Desaian Five Grand Cardinals said that their boss was Yggdrasil. And Yggdrasil said that he was the leader of Crucius and the Desaians when he appeared before us. If the Desaians and Crucius are the same, well, then what about Kratos? He obeyed Yggdrasil's orders. That means... That's right. He's our enemy. He deceived us. He admitted it himself. He's one of Crucius's four Seraphim. Der Verräter. Kratos is likely a subordinate of Yggdrasil. He probably joined us to make sure Colette didn't stray from the journey to regenerate the world. So we were deceived from the very beginning. By Remiel, the Crucius, even Kratos. Ah, you're awake. Then please, come with me to the next room. Our leader awaits you. You're finally awake. Are you the Renegades? Correct. We're an underground resistance dedicated to fighting the Desaians, or rather the Crucius. So Crucius and the Desaians really are the same organization? Correct. Crucius controls the Church of Martell in the open, and operates the Desaians from behind the scenes. The Desaians are a subordinate organization within Crucius. The Church of Martell is nothing more than an instrument created by Crucius to rule the world. Those who call themselves angels are half-elves who have evolved by using a special type of X-sphere called Crucius Crystals. They aren't gods or anything of the sort. Of course, the Church of Martell and the Chosen know nothing about that. They're half-elves too? Yes. Some of the Desaians, as well as Crucius and ourselves, are half-elves. What is Crucius trying to do? Are they doing all of this just to rule the world? Do you intend to have us explain everything? How about using your own head a little? Do they wish to revive the goddess Martell? They send oracles to those of the Mana lineage and control their marriages to create Chosens who become the vessel. It seems meaninglessly drawn out and caught. Well, well. I am impressed. There is another world beyond Silveront that competes for Mana. Tethiala? Yes. And the one who created this twisted world was Crucius' leader, Yggdrasil. Create a world? That's ridiculous! No one can do that! That's what you believe, and our conversation ends here. Wait, if Yggdrasil was the one that created the two worlds, what can you possibly hope to do against someone like that? And that's not all. You tried to kill Colette and me. You're certainly not on our side. And yet for some reason, you saved us. Why? You're not as stupid as you seem. Excuse me? Our goal is to stop Martell's revival. Therefore, the Chosen, who would become her vessel, was an obstacle. Unfortunately, the Chosen completed the Angel transformation. The Chosen is now a lethal weapon whose only goal is self-preservation. We wouldn't dare lay a hand on her. But now we have the key to stop Martell's resurrection. We no longer need the Chosen. What? What we need is you, Lloyd Irving. Me? Well, what's so special about me? That's none of your concern. Get him! Lord, you... No! It's a... Kratos! How many times must you get in my way? Wound from Hyma? Are you telling me the one who attacked Kratos was... Lloyd! What are you doing? Vier Renegades gegen Corrin. So. Dann wollen wir doch mal hierfür flüchten. Ah! Das war so die Fähigkeit von Sheena. Dieses weiße bisschen da.
Da kann man wahrscheinlich nicht raus, ne? Nein. Dann gehen wir nach oben. Das ist sehr interessant, ab und zu treffen uns die Gegner quasi einfach nicht. Moment, neue Gegner merke ich gerade. Die ganzen Renegades. Du bist wieder voll geheilt. Nee, ich mache bei Zeus Arena Leiterburg nicht mit. Weil ich keine Competitive Pokémon habe für die 6. Gen. Kratos hat uns von Anfang an getäuscht. Ich hatte immer das Gefühl, dass er etwas Seltsames an sich hat, aber am Ende habe ich es nicht rechtzeitig erkannt. Wie konnte ich nur so naiv sein? Mistkerl, dafür wird er bezahlen, das schwöre ich. Leute. Irgendwelche nennenswerten Kollateralschaden? Alles gerade. Oh, sie kann bald hier lernen. Moment, hier? In welche Richtung geht sie denn dann? S? Nee, Moment, das geht nicht. Sie muss zum T-Typ werden. Eine Einkaufsmaschine. Ich bräuchte mal ein paar Wasser des Lebens. Ich habe da doch ein paar verbraucht. Und ein Speicherpunkt. Genau, Timeouts werden nicht diskutiert. Wenn die Mods sagen, dass es ein Timeout wäre, dann war es halt auch einer. Wir möchten jegliche Spoiler hier vermeiden, selbst wenn sie auch nur minimal sind oder auch nur im Ansatz. Einfach mal für die, die das Spiel einfach nicht kennen. Von daher. So, wir haben wieder Strom. Ob dieser Grassel der Anführer von Crucius ist? Ja, höchstwahrscheinlich ist die schlafende Göttin Martell eine symbolische Entität. Während Yggdrasil die Pläne von Crucius ausführt. Und Kratos war wirklich einer von Yggdrasils Untergebenen. Was will er wohl damit erreichen, wenn er Colette in Martell verwandelt? Ich möchte vor allem wissen, warum Martell einen Körper benötigt. Oh stimmt, das bedeutet, dass sie keinen Körper besitzt. Also wenn du keinen Körper mehr hast und wenn dir nur noch dein Herz bleibt. Trotzdem leben? Colette lebt, obwohl sie ihr Herz verloren hat. Vielleicht ist auch das Gegenteil möglich. Wenn man das so sieht. Wenn wir herausfinden, warum Martell ihren Körper verloren hat, dann finden wir vielleicht auch heraus, was Yggdrasil vorhat. So, jetzt nochmal kurz. Wegen dem S- und T-Typen kann ich da gerade sogar, glaube ich, perfekt ein bisschen was erklären. Man sieht hier, Rain möchte Heal lernen. Was ja quasi dann die verbesserte Version von First Aid ist. Das möchte ich sie gerade lernen, weil sie auf S-Typ ist. Wenn ich sie jetzt mit den Erfahrungsfähigkeiten, man sieht ja da dran, da steht unten rechts ja immer T-Typ, S-Typ, T-Typ. Das verschiebt quasi die... Moment, wir waren bei Genus. So, T, T, S. Man sieht ja, also da oben die Leiste, die ist jetzt quasi auf S gelegt, weil wir gerade zwei hatten mit S und eins mit T, sprich es geht mehr Richtung S. Wir haben jetzt zweimal T, einmal S, das heißt, es geht gleich mehr in die Richtung T. Das wird nach jedem Kampf immer wieder quasi noch dazukommen. Und je nachdem, ob sie auf S oder auf T-Typ sind, können sie andere Arts lernen. Und... ja. Ich möchte halt, dass Rain eher auf den T-Typ geht, weil sie dort, glaube ich, bessere Heilarts lernt. Okay. Das bringt schon mal nicht, das da drauf zu legen. Jetzt muss ich mal schauen. Muss man nochmal lang. Okay. So, erstmal das dahin.
Greif zu. Runter. Moment. So. Keine Ahnung, wofür genau S und T eigentlich stehen, aber das ist halt das, was dabei rauskommen kann. So, Moment. Ich muss mir da eins hin und da zwei. Okay. Na komm. Greif zu. Manchmal will aber echt nicht. Wobei ich eher das Gefühl habe, die S-Techniken sind eher so die... Ja, die direkteren und die T-Techniken sind mehr so die indirekten, ich weiß nicht. Strike und Technical könnte vielleicht sein. Wobei, vielleicht steht es ja im Kampfhandbuch. Trainingshandbuch. Erfahrungsfähigkeiten. Ah, Schlag und Technik heißen die. Dahin. Und. Komm. So. Dich jetzt auch nochmal schieben. Die Musik ist auch ziemlich genial in der Renegade-Basis. So. Können wir jetzt auch wenigstens an die Touren da oben dran. Strohhut. Nebenbei. Eventuell könnt ihr jetzt verstehen, oder falls ich euch das gefragt habe, warum ich Kratos keine Erfahrungsgemmen gegeben habe. Weil er uns halt verrät. Von daher dachte ich mir, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich an ihm noch eine Erfahrungsgemme verbrate. Von daher wollte ich ihm jetzt auch bisher keine geben. Was hast du denn noch, was man dir geben könnte? Vitalität wäre nicht schlecht. Ich gebe ihm noch eine zweite. Mit Vitalität. Außerdem möchte ich Lloyd eigentlich auch gerne zum T-Typ machen. Da hat er etwas schönere Attacken. Aber schön, dass einfach alles, was er gerade hat, S ist. So, dann da T. T. Und Hüte will ich eigentlich drin lassen. Erhöhte Beweglichkeit im Kampf. So, alles mal Richtung T. Du bist auf T. Das ist in Ordnung. Genus möchte ich auch auf T haben. Beim Rest ist es gerade noch egal. So, dann einmal das da drauf schieben. So, und die muss ich erstmal wieder zurück auf die andere Plattform schieben. Ich hoffe mal, ich packe die schon mal so richtig da drauf, wie sie nachher wieder runter müssen, weil das ist so ein kleiner Aufzug dort. Und da möchte ich mal was gleich unterschieben. Ich könnte auch einfach die Ringe benutzen, ja, aber ich möchte jetzt dafür keinen Accessoireplatz verschwenden. Ach genau, ich wollte den Strohhut noch jemandem geben. Nämlich Lloyd. So. So, schauen wir mal, was da unten ist. Ja, ich glaube, ich habe die sogar richtig rum hingelegt. Energie aufgeladen. Ja, okay, damit kommt man rüber schon mal. Das ist richtig. Da muss ich erstmal das Wasser ablassen am besten. Das heißt, Energie aufladen. Und Schalter drücken. Ich habe vorhin lange gesucht, bis ich einen Weg darunter gefunden habe, bis ich mal gesehen habe. Hey, hier ist eine Treppe. Burp. Das hat auch immer lange gedauert. Die ist aber auch echt fast gar nicht sichtbar, diese Treppe, finde ich. Blub, blub, blub. Und damit haben wir hinten die Tür geöffnet. Und nebenbei hier ist noch eine Truhe. Die man auch gerne mal übersieht. Mit einem Schutzring. Was macht denn das? Verringert physisches Schäden, aber stärkt Element. Nee, dann lieber nicht. Damn it. What's so special about me? Was
renegades need to hurry up and make up their freaking minds about whether they're our enemies or not. Lloyd, what are we going to do now? We've got to save Colette somehow. She's going to die if she's made into Martell's vessel. But what can we do? Sheena, where did you get your X-Sphere? Huh? That came out of nowhere. I got this before I came here. They attached it to me at the Imperial Research Academy. Is it normal for people to equip X-Spheres in Tethiala? No, not at all. The technology was originally brought over by the Renegades. Nowadays, X-Spheres are mainly attached to machines. Wait a second. So Tethiala and the Renegades are on the same side? I'm not sure if you could say that, but the Renegades were the ones that brought us information about the nature of the two worlds. And the plan to assassinate the Chosen was their idea. Ein schönes Pokémon namens Gengar. They talked the King and the Pope into it. If you desire for Tethiala to prosper, kill the Chosen of Silveront. That's horrible! Lloyd, I suggest we go to Tethiala. Why Tethiala? Don't you remember what Ewan said? Angels are half-elves that evolved using special X-spheres called Crucius Crystals. Oh, I get it. Colette's current condition is caused by the Crucius Crystal. Since Tethiala is studying the X-spheres, they may know something about Crucius Crystals as well. That's a good idea. I'm pretty sure that they're studying the Crucius Crystal that belongs to Tethiala's Chosen at the Imperial Research Academy. There's a Chosen in Tethiala too? Of course. The world regeneration ritual is carried out in Tethiala as well. The Church of Martell exists too. But if they've been carrying out the regeneration that many times, why hasn't Martell's vessel been completed already? I'm curious about that myself. Perhaps those corpses lined up in the Tower of Salvation? No, never mind. Yeah, there are too many things that we don't know. Crucius's objective, the Renegades, the method to save. So let's just start with what we can do now. So, we're going to Tethiala? Yeah, that's the only lead we have right now. I'm not going to let Colette bear the burden all by herself anymore. Wait a minute. That's great and all, but how are we going to get to Tethiala? I'm sure Sheena knows how to get there, correct? My understanding is that you can travel to Tethiala by passing through a distortion in space. As far as I know, crafts called Riards are the only things that can do that. Where are they? The Renegades should have them. They should be somewhere on this base. Okay then, let's get going. Na dann, suchen wir nach den Rayards. Tja, Weg kaum gegangen. Rayards gefunden. So fast. So these are the Rayards. Hurry, they'll catch up to us! Haben die Rayards eine andere Farbe? Tethiala, here we come. Oder kommt mir das gerade nur so vor? Ich hatte die nie so rot in Erinnerung. Nebenbei noch eine neue Anime-Cutscene. The fuel gauge is empty. So that's it. Since you've broken the seals in Silveront, there's not enough mana in this world. And that means... we're gonna fall! Ah! Ah! Puff. Abgestürzt. Jo. I think we managed to avoid destroying them completely. But they're useless unless we get some fuel. What's the fuel? Coal? Coal? Oh, jeez. How do you guys manage to actually live in Silveront?
Then magic, I assume. Perhaps the lightning that Volt produces? Then all we have to do is have Sheena summon Volt, right? I haven't made a pact with Volt. Oh, well then I guess we'll just have to leave these here. Oh, and here I thought Magi technology was infallible. Hey, what's that? That's the Tower of Salvation. Why is that here? This is Tefeala, right? Of course. The Tower of Salvation appears in the Flourishing World. The tower also appeared on your side after Colette received the Oracle, right? Two worlds. Two towers. What about the Holy Ground? The Church of Martell is also over here, correct? Is the Holy Ground called Carlon? Yes. The place where the Tower of Salvation lies is the Holy Ground of Carlon. The same as in your world. The Holy Ground of Carlon is where the peace treaty was signed to end the ancient war. There can't be two of them. Are you sure yours isn't a fake? We have records in our museums that depict how the hero Mythos called the two ancient kings to the Holy Ground of Carlon in order to forge a peace treaty. And such records exist on our side as well. Instruments used to sign the treaty can be found in the Palma Costa Academy. So, either one side is fake, or maybe they're actually both real. Lloyd, that's not possible. Don't get mad, I was just kind of saying stuff. Anyway, let's get going. Hat keinen Pakt mit Volt. Schockierend. It's true, we aren't going to get anywhere by pondering about it here. Wow, it's our first adventure in Tefeala. Genus, this isn't a field trip. Und nun sind wir in Tefeala. Ich muss schon sagen, das war wirklich eine tolle Sache. Allerdings, man bekommt nicht alle Tage die Gelegenheit, durch die Lüfte zu fliegen. Hey, Silver und komplett. Oder abzustürzen. Tja, da konnte man nichts machen. Da ihr Silverand die Siegel gebrochen habt, wird das Mana hier immer dünner. Und trotzdem ist es hier dichter als in Silverand. Oh, das kannst du spüren? Natürlich! Genus und Professor Rain sind Elfen! Wieso können Elfen so etwas fühlen? Nun, weil sie Elfen sind. Ja! Best Erklärung ever. Ja, hier mit den Dingern können wir nicht mehr viel machen. Alles, was wir machen können, ist hier zu speichern und den Stream für heute zu beenden. Ich denke mal, wir haben heute echt eine Menge geschafft. 3 Siegel. 2 Menschenfarmen vernichtet. Einen Verräter mitbekommen. Wir sind schon bei 13 Stunden. Wow, wir haben... Wie lange haben wir heute wieder gespielt? 9 Stunden gut und gerne. Holla. Na gut, das können wir auch nochmal mitnehmen. Colette! Hey, Colette! Kannst du mich hören? Scheint gar nicht mehr mitzubekommen, dass du gerade mit ihr sprichst. Verdammt! In dem Moment, wo ich zwischen Colette und der Welt entscheiden müsste, für den Bruchteil einer Sekunde habe ich die Welt gewählt. Ob es ein falscher Frieden wäre? Obwohl es ein falscher Frieden wäre. Das war unvermeidlich. Wenn eine einzige Entscheidung von dir die Welt zerstören kann, wäre es seltsam, wenn du dich für deinen Freund entscheiden würdest. Aber in diesem Moment habe ich Colette im Stich gelassen. Ich bin ein Heuchler. Verdammt. So, dann speichern wir jetzt nochmal, dass wir das Gehör gesehen haben. So. Also gut. Wir haben heute echt eine ganze Menge geschafft, wie gesagt. Ja, wir denken, ja, das waren heute gut und gerne 9 Stunden Streams, ne? Also das ist echt wow. Ach komm, noch eine. Mann, das war das erste Mal, dass ich zwischen zwei Welten hin und her bin. Na, aber wir sind abgestürzt. Wir hatten keine Energie mehr, da konnte man nichts machen. Ja, ich würde gerne wieder fliegen, aber jetzt ist wohl nicht die Zeit dafür. Stimmt, wir müssen uns beeilen. So, ich speichere noch einmal. Vielleicht darf ich ja jetzt endlich. Jo. Gut.
das war's für heute. Morgen werden wir dann Tethiala so ein kleines bisschen erkunden. Der Engel, der im Turm des Heils erschienen ist, war unglaublich mächtig. Ja, ich habe eine Macht gespürt, wie ich sie noch nie vorher gespürt habe. Selbst ich dachte, diesmal würden wir sterben. Yggdrasil, so hat Kratos ihn genannt. Yggdrasil, aha. Ich warte mit dem Speichern nochmal jetzt. Jetzt warte ich noch ein bisschen. Also. Gut, es kommt nichts. 4 Skizzen hintereinander sollten jetzt aber auch erstmal reichen. Also. Das war's für heute. Wir haben viel geschafft. Morgen. Wir machen doch noch ein bisschen. Wie ist der Auserwählte von Tethiala denn so? Um es mit einem Wort zu sagen. Er ist ein Idiot. Hä? Na, du wirst es schon noch sehen. Fünf. Mal gucken, ob noch was kommt. Na? Na? Ich warte nur darauf, dass da unten... Natürlich blitzt da noch was auf. Ich kann nicht glauben, dass er wirklich unser Feind sein soll. Kratos? Ja, ich finde, er wusste über manche Dinge viel zu viel, aber... Während wir blind unsere Reise zur Welterneuerung fortgesetzt haben, hat er uns die ganze Zeit ausgelacht. Obwohl, die Dinge, die er sagte, besonders zu dir, Lloyd. Ich fühlte Wärme, wenn er mit dir sprach. Kratos? Warm? Sie nehmen mich auf den Arm. Das hat sich gereimt. Ist doch schwer zu glauben, dass die Dinge, die er uns sagte, als wir die Exfirmaner Manufaktur in Asgard sahen, von einem kaltherzigen Engel für der Crucis gesprochen wurde. Warum hat er dann Colette mitgenommen? Ich weiß es nicht. Eben, alles was wir wissen, ist, dass seine Ziele und unsere nicht die gleichen sind. Yeah. 6. Mal gucken, ob da noch mehr kommt. Wir haben jetzt 6 Skits hintereinander. Weißt du, da kommt die ganze Zeit nichts. Kaum sind wir Tethiala. Meine Güte. So, ich glaube, jetzt ist es wirklich vorbei. Also, danke für den Stream, dass ihr dabei wart heute. Morgen wird es dann weitergehen, dass wir Tethiala erkunden. Wie immer, 15 Uhr. Zum Abschluss halt nochmal, falls ihr den Stream und mich unterstützen möchtet, könnt ihr ja unter dem Stream auf den GoFundMe-Link gehen und dort per PayPal vielleicht das ein oder andere ein bisschen spenden. Jegliches, Skizze wollte ich jetzt schon sagen, meine Güte, die haben mich jetzt schon auch kaputt gemacht. Jegliche Spenden gehen dem Stream und den Let's Plays zugute in Form von besserer Technik und neuen Spielen, die auch gespielt werden können. Die stehen natürlich nicht nur in der Ecke rum. Neue Streamziele sind zurzeit noch nicht drin, aber die kommen dann auch noch morgen, die Tage. Mal schauen. Gut. Dann danke und bis morgen. Ciao.